Mein Name ist Thomas Romberg. Ich bin der Initiator vom Selbstversorger Warenautomat, den wir da sehen. Unsere Idee ist grundsätzlich, dass wir regionalen Produzenten von Lebensmitteln da die Möglichkeit geben, ihre Waren zum Verkauf und das auf möglichst einfachem Wege. Und gleichzeitig haben wir da 24/7 Verkaufsstelle, wo Kunden ihre Sachen abholen können und da haben zubereiten und warm machen und essen. Die Produktpalette, die wir da bei uns haben, sind verschiedenste fertig gekochte Hausmannskost in Gläsern. Die meistverkauften Produkte sind Gerstensuppe, Gulaschsuppe, Rindsgulasch. Wir haben aber auch eine große Palette von veganer und vegetarischer Produkte. Und Beilagen, da haben wir Spezialitäten wie Knödel aus dem Glas oder sogar Spätzle, wo man zum Gulasch dazu machen kann. Der Mehrwert für unsere Kunden liegt einfach darin, dass wir die Lebensmittel oder die Gerichte 50 Meter von da entfernt kochen. Das macht der Jürgen Kutzer mit seinem Restaurant Timeout. Und da weiß man ganz genau, was drin ist. Wir haben keine Geschmacksverstärker, keine Zusatzstoffe. Und da können wir wirklich eine ganz hohe Qualität sicherstellen, dass er schmeckt, als wir daheim kocht. Für den Bischofautomat haben wir uns entschieden, weil er ganz einfach in der Nähe ist und einen guten Service bieten kann. Er supportet bei technischen Problemen und Ersatzteile und man kriegt einfach, was man braucht. Und das Geld sollte in Vorarlberg bleiben und darum haben wir uns für einen lokalen Lieferanten entschieden.